Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Wir haben letztes Mal begonnen mit der ersten Folge der Josefsgeschichte. Wir haben gelesen 1. Mose 37 bis Verse 1 bis 11 und haben die auch betrachtet. Und zwar so, dass wir ganz viele Parallelen entdeckt haben zwischen Josef und dem Messias, dem Herrn Jesus. Und ich habe jetzt nachträglich noch ein Blatt gemacht und das werde ich nach jeder Folge in der gleichen Art machen, nämlich, dass ich eine Zusammenfassung mache all dieser Parallelen zwischen Josef und dem Messias Jesus. Wie man sieht auf dem Skript, übrigens die, die durch den Livestream zugeschaltet sind, die können einfach hier unterhalb des Bildes klicken und das Skript mit zwei Seiten heute downloaden. Und wir sehen darauf, in diesen 11 Versen, eigentlich beginnt die Josefsgeschichte, wie wir gesehen haben, in Vers 2, da sind es 10 Verse bis Vers 11. Und es gibt mindestens 17 Parallelen. Und so wird das jetzt weitergehen durch all die Kapitel hindurch. Ich gehe kurz durch, dann gibt es so eine kleine Zusammenfassung. Obwohl wir ja nicht nur die Parallelen gesehen haben, die von heilsgeschichtlicher Bedeutung sind, auf den Messias hin, sondern wir haben auch praktische Anwendungen gemacht. Und davon sprechen wir jetzt nicht mehr. Erster Punkt, Josef der Hirte in Vers 2. Und er entspricht dem Herrn Jesus, dem guten Hirten, in Johannes 10, Vers 11. Wir haben gesehen, wie Josef gegen das Böse Zeugnis abgelegt hat. Und Johannes 7, Vers 7 macht deutlich, dass der Herr Jesus gegen das Böse dieser Welt gezeugt hat. Josef war der geliebte Sohn des Vaters und entspricht darum als Hinweis dem Herrn Jesus, dem geliebten Sohn des Vaters, Matthäus 3, Vers 17. Dieser ist mein geliebter Sohn und Johannes 3, 35, der Vater liebt den Sohn. Übrigens, im Johannesevangelium wird das 7-mal bezeugt, dass der Vater den Sohn liebt. Vierter Punkt, Josef trug ein besonderes Kleid, das ihn in seiner Besonderheit auszeichnete. Und wir lesen in Johannes 19, 23, dass der Herr Jesus ein ganz besonderes Unterkleid trug. Also das Unterkleid, das war das Hauptkleid. Und zwar heißt es, es war von oben her ohne Naht durchgewebt. Ein solches Gewand trugen typischerweise die Priester im Tempel zu Jerusalem. Das war ein Gewand durchgewebt ohne Naht. Und das wies hin auf die Besonderheit des Herrn Jesus, der eben sich selber als Priester zum Opfer geben würde am Kreuz. Fünfter Punkt, Josef war der Erstgeborene, und zwar von Rahel. 1. Mose 30, 22 bis 24. Und in Psalm 89, Vers 28, wird der Messias genannt der Erstgeborene. Und das bedeutet, der, der den ersten Rang einnimmt. Man konnte nämlich Erstgeborener sein, auch wenn man Zweitgeborener war. Nicht wahr? Wo haben wir Beispiele, wo Zweitgeborene das Erstgeburtsrecht bekamen? Esau, Jakob, genau, weiter. Ruben und Josef. Ruben war ja von allen Söhnen Jakobs der Erstgeborene und er hat das Erstgeburtsrecht durch seine Sünde verloren und darum wurde es Josef gegeben, der der elfte Sohn war, aber der Erstgeborene von Rahel. Kann man eigentlich auch sagen, bei Abraham, Isaac war ja der Zweitgeborene von Abraham, aber von... Ja, bei Abraham, Ismael, Ismael und Isaac, das ist ein ähnlicher Fall, genau. Also Ismael war zuerst geboren, aber Isaac wurde als Erstgeborener gerechnet, genau. Und so gibt es noch mehr solche Fälle. Also Erstgeborener bedeutet der, der den ersten Rang einnimmt.
Und dann, sechster Punkt, der Vater zeichnete Josef durch das besondere Untergewand als Erben aus. Dieses schöne Kleid von Josef bedeutete, das war damals verständlich, er ist der, der das Erstgeburtsrecht bekommen hat. Und in Hebräer 1, Vers 2, nach Johannes 3, 35 sehen wir, dass der Vater den Menschen Jesus Christus als Erben aller Dinge eingesetzt hat. Siebtens, Josef wurde von seinen Feinden gehasst, weil er der geliebte Sohn war. Seine Feinde waren Brüder. Und der Jesus wurde als der geliebte Sohn des Vaters gehasst. Das wird ganz deutlich gemacht in Markus 12, 6 bis 7. Josefs Feinde vermochten nicht, ihn zu grüßen. Und grüßen auf Hebräisch, Levarech, heißt ja eigentlich segnen. Ja, weil man beim Gruß einen Segenswunsch ausdrückt. Und als der Herr Jesus an Palmsonntag einritt vom Ölberg her nach Jerusalem, da rief die Volksmenge was? Baruch haba, und das heißt? Gesegnet, der da kommt. Und das ist der normale hebräische Ausdruck, um zu sagen, willkommen. Also ein Willkommensgruß. Und in Lukas 19, 38, 39 sieht man, wie die Feinde des Messias, jüdische Führer, dem Herrn Jesus sagen, er soll das verweisen, dass die Leute ihn so begrüßen. Die konnten ihn nicht grüßen. Genauso wie diese Brüder von Josef, die konnten ihm nicht mal sagen am Morgen Shalom. Friede. Dann haben wir gesehen, Punkt 9, Josef war ein Prophet, er hatte prophetische Träume und der Jesus war ein Prophet, Johannes 7, Vers 40, da sieht man, wie Menschen erkannt haben, dass er der Prophet ist. Nämlich der Messias sollte der Prophet sein nach 5. Mose 18, Vers 15. Josef gab weiter, was ihm von Gott mitgeteilt wurde. Er hat das seinen Brüdern erzählt. Und so hat der Herr Jesus auch das weitergegeben, was ihm von Gott mitgeteilt wurde. Er als Mensch hat das aufgenommen vom Vater und weitergegeben. Johannes 3, Vers 32. Die Feinde sollten sich gemäß der Prophetie von Josef, dereinst vor Josef als Herrscher verbeugen. Nun sagt Jesaja 45, 23, auch Philipper 2, Vers 10, dass die Feinde sich dereinst vor dem Herrn Jesus als Herrscher beugen müssen. Jedes Knie wird sich beugen müssen und ihn als Herr bekennen müssen. Punkt 12, Josef wurde wegen seiner Worte gehasst. So haben wir das in Vers 5 gesehen. Das ist also nicht das Gleiche, er war gehasst, weil er der geliebte Sohn war. Aber er wurde auch wegen seiner Worte gehasst. Und in Johannes 8, Vers 37 sehen wir, dass der Herr Jesus genau wegen seiner Worte gehasst wurde. Und was erstaunlich ist, Josef, dieser 17-Jährige, ließ sich nicht beirren. Obwohl seine Brüder seine Worte, die er von Gott her redete, ablehnten, machte er weiter. Und er erzählte ihnen auch den zweiten Traum. Und so war es auch, der Herr Jesus hat weiter geredet, trotz Ablehnung seiner Worte. Ich habe hier als Parallele Matthäus 12, 13, also die zwei Kapitel, hingesetzt. Man könnte noch viele andere Stellen nehmen, aber dort ist es sehr krass. Matthäus 12 zeigt nämlich den Höhepunkt des ersten Teiles des Matthäus-Evangeliums. Und da wird der Herr Jesus grundsätzlich abgelehnt als Messias. Und es wurde von jüdischen Führern gesagt, er tue das durch die Kraft des Teufels, was er tat an Wunderwerken. Aber dann in Matthäus 13 geht es gerade darum, dass der Herr Jesus nicht aufhörte in seinem Dienst, sondern predigte weiter ab diesem Zeitpunkt dann eben ganz speziell in Gleichnissen. Josef wurde als Herrscher gehasst und abgelehnt. In 1. Mose 37, 8 haben wir gesehen, wie die Brüder sich stoßen
an seine Prophetie und sagen, meinst du eigentlich, du würdest einmal über uns regieren, herrschen können? Die haben das ganz klar verworfen. Und so war es auch mit dem Herrn Jesus. Er wurde als Herrscher gehasst und abgelehnt. In Lukas 19, Vers 14 findet man diesen Satz. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. 15. Punkt. Jakob, sein Vater, war schockiert über Josefs Herrschaftsanspruch mit seiner Prophetie. Und genau so ging es dem Hohenpriester Kaiaphas bei dem Prozess in seinem Palast, Matthäus 26, 63 bis 65, als der Jesus erklärt, dass er der Messias ist und dass er auf den Wolken des Himmels kommen wird, als der Menschensohn, und dass er sitzen wird zur Rechten Gottes. Da zerreißt der Hohepriester seine Kleider im Entsetzen und bezeichnet das als Lästerung, als Gotteslästerung. 16. Punkt, Josefs Feinde waren eifersüchtig auf ihn. Das wird ausdrücklich in Vers 11 gesagt, 1. Mose 37. Und Pilatus wusste, das erklärt uns Matthäus 27, 18 und auch die Parallelstelle in Lukas 23, er wusste, dass sie ihn, die jüdischen Führer, aus Neid überliefert hatten. Und schließlich Punkt 17. Nicht wahr? Obwohl Jakob schockiert war über diese Worte der Prophetie, heißt es dennoch in Vers 11, Jakob bewahrte die Worte in seinem Herzen. Irgendwie merkte er, da steckt mehr dahinter. Aber er konnte es nicht verstehen. Sein Herz verstand mehr als sein Denken. Oder jetzt hier Herz im Sinn von Empfinden. Das Herz ist ja auch der Sitz in der Bibel des Denkens. Aber eben gerade das Empfinden, das war näher bei der Wahrheit und der Verstand weiter weg. Es kann auch mal umgekehrt sein. Nun, im Neuen Testament, in Lukas 2, Verse 19 und 51, sehen wir, wie Maria all diese unverständlichen Dinge im Zusammenhang mit der Geburt des Herrn Jesus, sie konnte das nicht einordnen, was alles geschah. Das hat sie in ihrem Herzen bewahrt. Auch sie hat gemerkt, das sind Dinge, die übersteigen mich, aber die sind kostbar. Und jetzt fahren wir weiter, indem wir lesen, 1. Mose 37, ab Vers 12. Und da lesen wir doch gleich bis Vers 35. Darf ich bitten, Jerry? Und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden bei Sichem. Und Israel sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem. Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm, hier bin ich. Und er sprach zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bringe mir Antwort. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Und ein Mann fand ihn und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn und sprach, was suchst du? Und er sprach, ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Und der Mann sprach, sie sind von hier aufgebrochen. Und dann hörte ich sie sagen, lass uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Und sie sahen ihn von Weitem. Und ehe er in ihre Nähe kam, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sprachen einer zum anderen, siehe, da kommt jener Träumer. So komm nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Grube werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben hörte es und er rettete ihn aus der Hand und sprach, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihnen, vergisst nicht Blut, werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt nicht Hand an ihn, damit er ihn aus ihrer Hand errette, und ihn wieder zu seinem Vater zu bringen.
Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Und sie setzten sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragent und Balsamharz und Ladaum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten auf ihn. Als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberstücke. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam, und siehe, Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider, und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist nicht da, und ich, wohin soll ich gehen? Und sie nahmen das Ärmelkleid Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Ärmelkleid in das Blut. Und sie schickten das lange Ärmelkleid hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen, dies haben wir gefunden, erkenne doch, ob es das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte es und sprach, das Ärmelkleid meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden, und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen, und sprach, denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. Und sein Vater beweinte ihn. Danke, bis dahin. Während wir in Kapitel 37, 2 bis 11 gesehen haben, Josef in Hebron, geht es jetzt ab Vers 12 bis 35 um das Thema Josef in Dothan. Nicht wahr? Die Ortschaft Dothan wird erwähnt in Vers 17. Und dort spielt dieses Dramatische, was wir gelesen haben, ab. Diese Verwerfung von Josef durch seine Brüder. Wir schauen uns das ein bisschen auf der Karte an. Hier sieht man eine Karte von Israel mit den sogenannten besetzten Gebieten. Hier der Gazastreifen am Mittelmeer. Hier das sogenannte besetzte Westjordanland und die Golanhöhen. Nun, es ist so, Hebron, von dort aus schickt ja Jakob seinen Sohn Josef zu seinen Brüdern. In welchem Vers? Vers 14, nicht wahr? Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron. Und seine Aufgabe war eben, nach dem Wohl der Brüder und ihre Herde zu sehen in Sichem. Also hier im südlichen Westjordanland befindet sich Hebron. Und ganz im Norden des Westjordanlandes, da befindet sich Sichem. In Israel sagt man übrigens nicht Westjordanland, sondern was ist die normale Bezeichnung? Westbank, es ist die englische Ausdrucksweise für Westjordanland. Ja, Westbank heißt ja die westliche Seite des Ufers, des Jordans, nicht wahr? Hier ist der Jordan, der kommt da von der Gegend von Tel Dan runter, durch den See Genezareth, dann runter den Jordan bis ins Tote Meer. Und eben an der
westlich, an dem westlichen Ufer befindet sich die Westbank, das Westjordanland. Ja, und in Israel sagt man Jescha, das ist die Abkürzung für Jehuda wie Shomron, also Juda und Samaria. Der südliche Teil ist in der Bibel Juda. Das ist israelisches Kernland. Das ist nicht etwas Fremdes. Es ist sogar so, dass die hauptsächlichen biblischen Begebenheiten Israels in der Bibel, die spielen gerade zu einem ganz großen Teil in diesem Gebiet ab. Man kann sogar sagen, das ist Jescha ist das Herzstück des Landes Israels. Ja, aber eben hier unten Hebron, da oben Sichem und das heißt heute Nablus. Ist eine der größten Palästinenserstädte in diesem Gebiet. Genau, aber das ist das biblische Sichem. Josef sollte also diese Reise machen, da von Hebron über das Gebiet von Jerusalem hinauf nach Norden, viele Kilometer, eine lange Reise bis nach Sichem, zu Fuß. Da sind wir in Sichem. Sichem heißt auf Deutsch Schulter, ja? Schrem, Schulter, weil es zwischen den Bergabhängen des Garizim und des Ebal liegt. Ja, weil ein solcher Bergabhang bezeichnet man im Hebräischen als Schrem, also Sichem, als Schulter. Ja, was da so runtergeht. Und wir haben aber gesehen in unserem Text, dort in Sichem findet er sie nicht. Und er wandert hin und her da, bis er Auskunft bekommt von jemandem, der gehört hat, sie haben gesagt, wir gehen nach Dothan. Und dann sind sie eben von Sichem jetzt sehen wir da im Westjordanland diesen nördlichen Ausschnitt hier Dothan und etwas südlich davon Schrem, hebräisch Sichem. Und Dothan liegt also ganz in der Nähe von Jenin. Das ist so eine der Hochburgen des Terrorismus. Ja, also musste er da weiter wandern nach Dothan. Und das biblische Dothan, das hat man archäologisch gefunden. Das ist ein Tell. Tell bedeutet Zivilisationsschutthügel. Ja, Zivilisationsschutthügel. Man hat gebaut, nach einer Zerstörung wieder auf die Trümmer aufgebaut und so ist der Hügel immer höher geworden. Ein künstlicher Hügel. Ein Tell eben. Das ist Tell Dothan. Was heißt Dothan? Hat das jemand nachgeschaut? Ist eigentlich aramäisch, ein bisschen gekürzt. Dothain und Ayin ist in aramäisch die Dualform. Ayin ist auf hebräisch die Dualform. Yadayim, das sind die zwei Hände. Enayim, die zwei Augen. Osnayim, die zwei Ohren. Raglayim, die zwei Füße. Aber auf hebräisch eben endet das nicht auf M, sondern auf N. Also Dothain, das bedeutet zwei Brunnen. Das wird noch wichtig sein, dass es da nicht nur einen Brunnen gab, sondern mindestens zwei. Hier nochmals ein Blick auf Tell Dothan. Jetzt stehen wir da im Bild oben auf dem Hügel, auf dem Zivilisationsschutthügel und wir schauen hier nach Süden. Das ist der Weg von Sichem. Und das wird jetzt ganz wichtig werden, denn die Brüder von Josef, die waren da bei Dothan. Und dann sahen sie von Weitem plötzlich, wie Josef kam. Und da haben sie gesagt, oh, da kommt der Träumer. Jetzt werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie verspotten ihn als Propheten. Und die haben
noch während er da auf diesem Weg unterwegs war, die haben ihn von Weitem gesehen, da hat er, haben sie beschlossen, den bringen wir um. Den schaffen wir aus der Welt. Ja, eine ganz romantisch schöne Gegend, das ist das Tal von Dothan. Und da haben sie das beschlossen. Und nun eine andere Sicht. Ja, machen wir mal so die Rundsicht. Jetzt schauen wir nach Süden. Da kommt er von Sichem her. Wir gehen rüber. Und jetzt wieder zurück. Da kommt er von Sichem her. Und jetzt drehen wir uns wieder Richtung Tell. Im Hintergrund Tell Dothan. Und was sehen wir da? Einen Wasserbrunnen. Ja, wenn man da nach Tell Dothan kommt, findet man den sehr schnell. Aber das ist nicht der einzige Brunnen. Gehen wir näher hin. Da ist er. Da ist gerade ein Baum raus. Schauen wir mal rein. Oh, ein rechtes Loch. Ja, ein Feigenbaum wächst daraus. Nochmal zurück, hier wächst einer raus, aber das ist noch ein anderer Brunnen. Nur ein paar Meter davon entfernt, aber jetzt ganz versteckt im Gebüsch. Man muss wirklich genau wissen, wo der ist, sonst findet man den nicht. Ein zweiter Brunnen. Ja, aber wir haben genau gesehen in unserem Text, in Vers 20. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Bohr ist das Wort für eine Wassergrube, eine Zisterne. Also gibt es da mehr als eine. Ja, Dothan, sagt es ja schon. Da gibt es zwei, und zwar ganz nahe beieinander. Aber es gibt sogar noch eine dritte. Und das ist sehr speziell. Weil kilometerweise im Umfeld von Dothan gibt es keine Wasserbrunnen. Nirgends. Und da gibt es nicht nur zwei beieinander, sondern sogar ein bisschen weiter eine dritte. Die haben wir da auch besucht. Das Gebäude hier, das am Einstürzen ist, stammt noch aus der britischen Mandatszeit. Ich war nach dem Ersten Weltkrieg hat der Völkerbund England übertragen. England soll zuständig sein für die Zukunft dieses Landes und soll das regeln im Blick auf die Juden und auf die Araber. Und dieses Haus stammt also noch aus der Mandatszeit. Wirklich baufällig, also echt gefährlich. Das hätte ich mit einer Gruppe nie gemacht. Da rein, wieder eingedrungen. Ich wollte unbedingt die Quelle sehen, das Wasser sehen, ja. Hier. Und ich wollte auch richtig dokumentieren, wie das da aussieht. Ja, so viel zu Dothan als Streiflichter aus der Archäologie. Jetzt gehen wir zum Text und gehen schön Vers für Vers durch. Vers 12. Die Brüder weiden die Herde ihres Vaters. Im Neuen Testament sehen wir, dass es viele Hirten gab in Israel. Das waren Pharisäer, Sadduzäer, das waren Älteste, führende Priester, Schriftgelehrte. Das waren die Hirten des Volkes Israel. Und nun sehen wir in Vers 13 Israel, beziehungsweise Jakob, er hat ja zwei Namen, sagt zu Josef, seinem Sohn, ich will dich zu ihnen senden. Und was soll er dort? Was ist sein Auftrag bei den Brüdern? Ob es ihnen wohl geht. Wem? Den Brüdern. Ja, ist das der ganze Auftrag? Ja, auch der Herde. Ah, beides, Vers 14. Er soll
schauen, wie es diesen Hirten geht und wie es der Herde geht. Und beides finden wir im Neuen Testament. Also zuerst, der Vater hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Wo steht das? Zum Beispiel, ganz ausdrücklich, der Vater, wie? Johannes 3, Vers 16, dort steht, dass Gott den Sohn gegeben hat. Aber 1. Johannes, wo? Vier? Ja, aber so ausdrücklich, dass der Vater sendet, 1. Johannes 4, Vers 9. Ja. Liest du, Jerry? Vier Vers 9. Ja. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Jawohl. Also, der Vater hat den Sohn gesendet zum Wohl der Verlorenen. Und hier sehen wir, der Vater sendet seinen Sohn und der Sohn ist bereit zu gehen. Ja? Mir war noch eine andere Stelle im Kopf. Und zwar welche? Johannes 3, Richter, Vers 16 und 17. Da heißt es zwar etwas anders, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werden. Das ist halt dieser quasi wie noch. Von 16 her noch eine Erweiterung von genau. Also Johannes 3, Vers 16 habe ich gesagt, dort steht, der Vater hat den Sohn gegeben. Aber wie du richtig sagst, in Vers 17 wird dann das Senden auch erwähnt. Ja, also, die Parallele ist so deutlich. Und dann haben wir gesehen, er ging aus, von welcher Ortschaft nochmals? Von Sichem nach Bethlehem. Nein? Sichem ist erst Zwischenstation. Er geht aus? Aus dem Tal von Hebron, ja, Vers 14. Und Hebron heißt? Gemeinschaft. Der Sohn war in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater. In Johannes 17, Vers 5 sagt der Herr Jesus am Ende seines Lebens, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da erfahren wir etwas von dieser ewigen Gemeinschaft, diesem himmlischen Hebron, der Jesus in Gemeinschaft mit dem Vater. Er, der geliebte Sohn, seine Freude von Ewigkeit her, die höchste Freude. Und von da ist der Herr Jesus ausgegangen. Wir können lesen Johannes 16. Vers 28. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Ja, also er ist ausgegangen von Hebron, im Himmel, kann man sagen. Und was noch interessant ist in dieser Stelle, der Jesus sagt hier nicht, ich bin von Gott ausgegangen. Das wäre richtig. Das sagt er auch im Vers davor. Aber hier sagt er, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Das ist wichtig, um zu sehen, dass der Herr Jesus der ewige Sohn ist. Nicht wahr? In Psalm 2 wird der Messias genannt Sohn Gottes, weil er von Gott gezeugt war. Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also, Gott war der Vater des Menschen, Jesus Christus, durch diese übernatürliche Zeugung. Aber das darf uns nicht verleiten, dazu zu denken, in dem Fall ist der Herr Jesus seit seiner Menschwerdung erst Sohn Gottes. Als Mensch wurde er durch Zeugung Sohn Gottes. Aber in seiner Gottheit ist er von Ewigkeit her Sohn. Und er ist darum vom Vater ausgegangen, nicht von Gott, der dann später sein Vater wurde bei der Menschwerdung. Sondern er war bei dem Vater. Und er sagt in Johannes 17, Vater. So beginnt das Gebet. Und dann in Vers 5,
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er ist vom Vater ausgegangen, als ewiger Sohn in die Welt gekommen. Und so ist der Sohn Josef aus Hebron nach Sichem gegangen. Und der Sohn hat sich senden lassen, so wie Josef bereit war. Josef war dem Vater gehorsam, nicht wahr? Vers 13. Und er sprach zu ihm, also Jakob sprach zu ihm, Josef, vorher. Israel sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem, komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und jetzt Josef spricht zum Vater, hier bin ich. Auf Hebräisch ein Wort. Hineni. Macht es noch viel eindrücklicher. Ein Wort. Hineni. Und das ist ein Ausdruck, den wir immer wieder in der Bibel finden. Wenn Gott ruft, dann muss man antworten, Hineni. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich will dir gehorsam sein. Ich will dir dienen. Und der Herr Jesus, sagt Philipper 2, Vers 5, hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Das muss er nicht an sich reißen. Er war Gott gleich. Aber er war bereit, Knechtsgestalt anzunehmen. Die Position des Gehorsams einzunehmen. Und darum steht es auch in Hebräer 5, dass der Sohn den Gehorsam lernte. Das war nicht, weil der Herr Jesus, wie wir, etwas Rebellisches im Herzen hatte. Überhaupt nicht. Aber er musste in Ewigkeit nie gehorchen, weil er Gott gleich war. Und in Sacharja 13, Vers 7 sagt Gott von dem Herrn Jesus, Schwert erwache wieder den Hirten, wieder der Mann, der mein Genosse ist. Und mein Genosse, Amiti, meint im Hebräischen, mein Gleichgestellter. Aber der Herr Jesus war bereit, eben sich zu erniedrigen und die Stellung von einem Diener einzunehmen. Und darum sagt er in Johannes 14, der Vater ist größer als ich, als Mensch, weil er sich erniedrigt hat. Und darum steht in 1. Korinther 11, dass Gott ist das Haupt des Christus. Ja, aber Christus als Mensch, der diese Stellung des Gehorsams eingenommen hat. Hineni, hier bin ich. Und er war bereit, eben als Diener in diese Welt zu kommen. Und so ging Josef hin mit dem doppelten Auftrag für die Brüder, die Hirten, nachzusehen, wie es ihnen geht und wie es der ganzen Herde ging. Und in den Evangelien sehen wir, wie der Herr Jesus in Sorge war um das ganze Volk Israel. Schlagen wir auf, Matthäus 9, Vers 24. Wenn er so die Volksmengen gesehen hat, hat er sie betrachtet. Er hat sie angeschaut. Liest du uns Matthäus 9, Vers 36 als Beispiel. Als aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, hat diese Menschenmengen, die zu Tausenden zu seinen Predigten unter freiem Himmel gekommen sind, gesehen. Und das hat ihn innerlich so im Herzen berührt. Wörtlich steht im Griechischen sogar, dass die Eingeweide bewegt wurden. Das ist ein Bereich voller Nerven, ganz besonders, ist wie unser zweites Gehirn und sehr stark in Beziehung zu unseren Gefühlen. Und von daher kommt das Bauchgefühl. Es ist von sehr großer Bedeutung und hier heißt es, dass die Eingeweide des Herrn Jesus bewegt wurden über sie und hat gesehen, sie waren erschöpft, hingestreckt, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber sie hatten doch so viele Hirten, so viele Schriftgelehrte, so viele Pharisäer. Etwa 6000 Pharisäer gab es, etwa 4000 Sadduzäer. Und ganz besonders, die besonderen Mitglieder waren der Hohepriester und die führende Priesterschaft, die Adelsschicht der Priester. Aber das waren schlechte Hirten. So wie das in Hesekiel 34 steht, die sich selber weideten,
die gar nicht die Herde liebten. Und darum sieht der Herr Jesus, die sind ja ohne Führung, ohne Orientierung. Die verkündigen nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Und das hat ihn so bewegt. Aber der Herr Jesus hat sich auch um die Führer gekümmert. Da kam eines Tages, Markus 10, ein Oberster. Und der Ausdruck bezeichnet also ein Mitglied des Sanhedrins. Aber es war ein Jüngling. Sehr ungewöhnlich. Das war also einer, der hat eine totale Blitzkarriere gemacht. Und höher konnte er nicht mehr damals. Also Mitglied des Sanhedrins, weiter ging nicht mehr. Ja, und er kommt zu dem Herrn Jesus und da heißt es, Jesus liebte ihn, blickte ihn an. Und der Jesus war bemüht, ihm zu zeigen, dass er das Gesetz nicht erfüllen kann, dass er die Gnade braucht. Und schließlich geht dieser junge Mann traurig weg. Aber der Herr hat sich um ihn bemüht, er wollte ihn retten. Und wir sehen den Herrn Jesus auch in Diskussion mit den Mitgliedern des Sanhedrins, mit den führenden Priestern. Wenn man liest Matthäus 21, 22. Er hat sich um sie bemüht, eben um die Hirten wie um die Schafe. Jetzt gehen wir zurück zu 1. Mose 37. Er kommt also nach Sichem, Vers 14, und dann heißt es, Vers 15, und ein Mann fand ihn und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Man kann übersetzen irren, das hebräische Wort ta'a kann das bedeuten. Aber ta'a bedeutet auch beim Wandern so hin und her wandern. Es war nicht ein Irren. Also ich würde hier nicht irren übersetzen, sondern er wanderte hin und her. Da in Sichem, zwischen den Bergen Garizim und Ebal, sucht er seine Brüder. Und schließlich bekommt er von einem Mann, der das sieht, also der sucht ja etwas, wenn er dahin geht, dann geht er darüber, dann geht er wieder auf die andere Seite. Und er stellt ihm die Frage, was suchst du? Und Josef hat einen klaren Auftrag. Ich suche meine Brüder. Und was sagt der Herr Jesus in Lukas 19, Vers 10? Können wir kurz aufschlagen. Das ist wirklich der gute Hirte. Nicht wie diese bösen und falschen Hirten aus Hesekiel 34. Liest du, Jerry, Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, er hat gesucht unter den Hirten und unter dem Volk. Ich suche meine Brüder. Und da bekommt er den Hinweis, die sind offensichtlich nach Dothan gegangen. Vers 17, da ging Josef seinen Brüdern nach. Das ist der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht, ihm nachgeht, wie er das selber im Gleichnis in Lukas 15 beschreibt. Und schließlich findet er sie in Dothan. Der Hirte, der das verlorene Schaf findet. Allerdings, wenn man ein verlorenes Schaf dann irgendwo im Gestrüpp findet und wenn das aber nicht dem Hirten folgen will, ist das nicht das Gleiche wie das Schaf, das der Hirte nehmen kann auf die Schultern, wie das Lukas 15 sagt, und glücklich heimführen kann. Und da haben wir das Problem bei diesen Brüdern. Die wollten sich nicht suchen lassen. Aber eben in Vers 18, und sie sahen ihn von Weitem. Wir haben gesehen, von Dothan aus, der Blick nach Süden, direkte Straße von Sichem. Sie haben ihn von Weitem hier gesehen. Und ehe er in ihre Nähe kam, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Wann geschah der erste Mordanschlag auf den Herrn Jesus? Markus 3, das war genau ein Jahr nach Beginn seines öffentlichen Dienstes.
Und da lesen wir, nach der Heilung eines Menschen in der Synagoge am Sabbat, Markus 3, Vers 6, Jerry. Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Ja. Also, die Parallele ist doch eindrücklich. Aber glücklicherweise gibt es hier einen Advokaten. Sie sagen nicht wahr in Vers 20, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und in eine Grube werfen. Wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen und werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie verspotten ihn als Propheten. Und dann haben wir einen Advokaten. Wen? Ruben. Ruben. Und das ist schon erstaunlich. Ruben war ja absolut chronologisch gesehen der Erstgeborene. Aber er hat, wie gesagt, wegen seiner schweren Sünde das Erstgeburtsrecht verloren und es wurde Josef gegeben. Darum der schöne, bunte Rock, Unterkleid. Und trotzdem setzt sich Ruben für seinen Bruder Josef ein. Das ist erstaunlich. Und wo finden wir im Neuen Testament einen Führer im jüdischen Volk, der sich für den Herrn Jesus einsetzte? Also jetzt Gamaliel mehr im Blick auf die ersten Christen, nicht wahr? Setzt er sich positiv ein als Mitglied des Sanhedrins. Aber in Bezug auf den Herrn Jesus, Nikodemus. Schlagen wir mal auf, Johannes 7. Nach dem nächtlichen Gespräch in Johannes 3, da ist ein Werk geschehen in dem Herzen dieses Mannes. Und er war ein Oberster, sagt Johannes 3. Also ein Mitglied des Sanhedrins. Und da wollte man den Herrn verhaften, aber das hat nicht zum Erfolg geführt. Liest du Johannes 7, Vers 45? Die Diener kamen nun zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antwortete ihnen der Pharisäer: Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, ist verflucht. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch ein Galiläer? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und sie gingen, ein jeder in sein Haus. Ja, also, welch ein Mut. Er wagt gegen die Hauptmeinung des Sanhedrins etwas zu sagen, zugunsten des Herrn Jesus. Übrigens, diese Diener, der Ausdruck, die Diener der führenden Priester, da in Johannes 7, das ist der Ausdruck für die Tempelpolizei. Das waren Leviten, die zum Beispiel die Tempelwache an den Toren ausübten, und die sollten den Herrn Jesus verhaften. Die waren speziell mit Stöcken ausgerüstet. Darum auch bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, da kam doch eine Volksmenge mit Stöcken, unter anderem. Und das waren eben die Tempelpolizisten mit ihren typischen Schlagstöcken. Also die sollten den Herrn verhaften und haben ihn schließlich dann doch nicht verhaftet im Tempel, wie es in Johannes 7 beschrieben wird. Und die kommen unverrichteter Dinge zurück und auf die Frage: Warum habt ihr ihn nicht verhaftet? Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ich möchte bei diesen Reden des Herrn Jesus dabei gewesen zu sein. Also das war so eindrücklich, wenn er gesprochen hat, dass sogar seine Feinde sagen: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er war das Wort, Johannes 1,1, das im Anfang war.
das Fleisch wurde und hat zu den Menschen gesprochen. Das muss so eindrücklich gewesen sein. Und dann setzt sich eben Nikodemus ein, ganz ähnlich wie Ruben sich eingesetzt hat für Josef. Aber noch ein Punkt. Sie haben ihn verspottet als Propheten. Vers 20. Und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Wo wurde der Herr Jesus ganz ausgesprochen als Prophet verspottet? Noch vorher, als Prophet. Am Kreuz wurde er verspottet, nicht wahr? Und er wurde als König verspottet und er wurde als der, der Wunderwerke tat, verspottet. Er soll sich selber retten. Wir können es erraten. Wer hat dich geschlagen? Meinst du diese Stelle? Schlagen wir zusammen auf. Matthäus 26. 27. Also du hast am Kreuz gemeint, eben das Verspotten, das wäre Matthäus 27, Vers 43. Vielleicht kannst du das lesen. Oder Jerry, bitte. Er vertraute auf Gott, er rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise aber schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Genau. Und dann sollten wir die Stelle anschauen, wo sie sein Gesicht verhüllen und ihm sagen, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Hast du es gerade? 68. 26, 68. Danke. Liest du, Jerry? Also. Dann spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlägt oder schlug? Ja, also da haben sie ihn verhüllt, geschlagen und als Prophet sollte er ja in der Lage sein, ohne zu sehen, zu wissen, wer geschlagen hat. Als der Herr Jesus das Leben der samaritischen Frau aufdeckte in Johannes 4 und sagte auf ihre Antwort, ich habe keinen Mann. Richtig. 5 Männer hast du gehabt, du hast 5-mal verheiratet und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie lebt im Konkubinat, war nicht verheiratet, aber lebt ihr zusammen. Und dann sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also ein Prophet kann das Zukünftige voraussagen, aber auch das Verborgene enthüllen. Und so haben wir hier, sagst du nochmals den Vers? Das haben nämlich nicht alle mitbekommen. 26, Vers 67 und 68. Genau. Haben Sie jetzt alle? Matthäus 26, 67. Lies nochmals vor. Dann spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Jawohl. Und in der Parallelstelle in den Evangelien wird dann gesagt, dass sie sein Gesicht verhüllt haben, eben, um ihn als Propheten zu verspotten. Also auch da wieder eine Parallele. Und nun gehen wir zurück zu 1. Mose 37. Kurz noch etwas, ich habe noch einen Gedanken. Ja. In Johannes 6, so etwa 46, 47 geht es um das Brot, ich bin das Brot des Lebens. Und da spricht er über das Brot, das man essen soll und das Blut, das man trinken soll. Und dann kam ein Murren, weil solche nie hörten. Jünger sind immer solche, die nachgefunden sind und gehört haben. Klar, die 12, die blieben in Treuen, es geht nicht um die, aber da heißt es immer unten drunter, manche gingen sogar weg, als sie murrten.
Ist es nicht wie auch eine Art Lästern, wenn man murrt über einen Propheten? Gut, es war ein Murren über die Art und Weise, wie der Herr Jesus gesprochen hat. Aber jetzt weniger darum, eben, dass er etwas Prophetisches vorausgesagt hat und sie ihn als Propheten deswegen verspotten. Aber da war es jetzt wirklich eben so, wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Ja, gehen wir zurück zu 1. Mose 37. Und dann lesen wir nochmals Vers 23, Jerry. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Danke. Also, woran erinnert uns das? Sie zogen Josef sein Ärmelkleid aus. Ja. Die römischen Soldaten, Johannes 19, können wir aufschlagen. Johannes 19, Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile, jedem Soldaten ein Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns dies nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Genau. Und gerade diesen besonderen Leibrock nehmen sie ihm weg. Und den besonderen Leibrock, den Josef hatte, den nahmen sie ihm weg. Und warfen ihn eben in eine der Gruben, die aber leer war, glücklicherweise, ohne Wasser. Und diese Grube hat auch eine besondere Bedeutung. Das weist hin aufs Grab. Und zwar, wenn wir lesen in Psalm 88, das ist eine der messianischen Psalmen, die von den Leiden des Messias am Kreuz sprechen. Das ist nicht nur Psalm 22, der ist besonders bekannt, aber es gibt noch viel, viel mehr solche messianischen Psalmen und so auch Psalm 88. Und da hört man die tiefste Not in der Seele des Herrn Jesus am Kreuz. Er klagt zum Beispiel in Psalm 88, Vers 19, Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Meine Bekannten sind Finsternis. Und wir wissen, wie seine Jünger fernab standen vom Kreuz. Und die mit ihm verbunden waren. Und dann in Vers 17 sagt er, deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Ganz parallel zu Jesaja 53, 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Der Zorn Gottes gegen unsere Sünde traf ihn, als er der Sündenträger war. Und in dem Zusammenhang müssen wir lesen, Vers 7. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Ja. Selah. Also die Leiden des Herrn am Kreuz, die ihn schließlich eben in den Tod führten, werden hier verglichen mit die tiefste Grube. Und das hebräische Wort für Grube ist Bor. Das gleiche Wort Bor in 1. Mose 37, in eine der Gruben. Und dann, als er da in der Grube ist, machen sie sich es gemütlich. Vers 25, Jerry. Und sie setzten sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen,
Und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her. Und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamherz, Harz und Ladaum. Danke. Also, sie setzen sich, um zu essen. Und was haben die führenden Priester vorgehabt an diesem Freitag, als sie vor Pilatus waren? Die wollten aber nicht ins Prätorium hineingehen. Das Prätorium war damals an dem Ort, wo heute das Jaffa-Tor der Altstadt von Jerusalem ist. Die blieben draußen. Die gingen nicht hinein, weil sie Angst hatten, sie könnten rituell verunreinigt werden durch dieses heidnische Gebäude und den Kontakt dort. Sie blieben draußen und dann heißt es in Johannes 18, 28, damit sie das Passa essen könnten. Und natürlich, das Passa hat man ja, das Passa-Lamm hat man am Vorabend gegessen. Der Herr mit seinen Jüngern ja auch. Aber im Talmud und auch in der Bibel wird das besondere Friedensopfer, das führende Priester aßen am Tag nach dem Sabbatmahl, nach dem Passamahl, das nannte man auch Pessach. Auch in 5. Mose 16, da wird von einem Stier gesprochen, als Pessach. Stier? Das Passalamm war ein Lamm. Aber eben dieses besondere Friedensopfer am Tag darauf, das war eben wird auch Pessach genannt, und das wollten sie unbedingt essen. Die wollten also noch ein besonderes religiöses Festessen haben an dem gleichen Tag, als sie den Herrn eben in die Grube brachten. Also diese Parallele ist ganz, ganz eindrücklich. Und sie haben dann diese Ismaeliter gesehen, diese Händler, die nach Ägypten runtergehen wollten, und da haben sie gedacht, oh, das ist die Gelegenheit. Also wer hat das gedacht, das ist die Gelegenheit? Judah. Wie sagten vor 2000 Jahren die Griechisch sprachen, Judah? Judas. Judas ist die griechische Aussprache von Juda, beziehungsweise Jehuda. Und zwar macht man eben noch ein S am Schluss, weil für griechische Ohren Juda, das klingt weiblich. Aber mit dem S ist es männlich. Ja, darum sagen sie im Griechischen nicht Mose, sondern Moses. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Jeshua oder Jesua, sondern Jesus mit S. Und Judas. Und dieser Judas hier macht den Vorschlag, wir könnten ihn verkaufen für Silberlinge. Das ist echt der Hammer. Wenn man all diese Parallelen sieht. Und ich meine, das Neue Testament spricht ja über diese Vorbilder als von Vorschattungen. Ein Schatten. Es ist nicht das Ebenbild. Nicht eins zu eins. Aber wenn man zum Beispiel die Hand in die Sonne hält und dann den Schatten sieht von der Hand, das ist nicht eins zu eins der Schatten. Es ist 2D, das ist 3D. Und je nach Sonnenstand ist er dann auch ein bisschen verzogen. Und so sind diese Bilder zu sehen. Also man sieht einfach die Parallelen, die hinweisen schattenumrissartig auf den Messias. Und er wird verkauft für 20 Silberstücke, der Herr Jesus für 30. Warum haben die jüdischen Führer gedacht, wir geben Judas 30 und nicht 20? Ist das Lohn eines toten Sklaven? Ja, weil in der Tora gesagt wird, die Haftpflicht verlangt, wenn zum Beispiel ein Sklave durch einen fremden Stier getötet wurde, dass der Besitzer des Stieres 20 Silberstücke bezahlen musste dem Herrn des Sklaven oder des Dieners. Also das war der Preis eines toten Sklaven nach Haftpflicht. 30. Nein, 20 eben. Für 30 für den Sklaven, ja. Aber Josef wurde für 20 verkauft. Und die Führer haben nicht 20,
dem Judas gegeben, denn das wäre quasi ein Hinweis oder das wäre eine Ehrung, so wie dieser große Patriarch Josef. Aber sie wollten einen Preis bezahlen, der erinnern sollte, das ist der Preis eines toten Dieners. Schrecklich, nicht wahr? Aber die Parallele ist da. Silberstücke, Silberstücke. Und Josef wird aus dem Loch herausgeholt, dein Dotan. Aber einer hat es nicht mitbekommen. Ruben. Und er geht zur leeren Grube. Und er ist innerlich völlig aufgelöst. Jetzt hätte ich fast gesagt, am leeren Grab. Bei der leeren Grube. Und im Neuen Testament, wer ist so aufgelöst am leeren Grab? Maria Magdalene. Und sie denkt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Keine Beziehung mehr zum Herrn. Und sie liebte den Herrn so. Aber wo ist der Herr? Und sie war so verzweifelt. Aber dann hat der Herr sich ihr offenbart. Also, er ist da so verzweifelt. Der Knabe ist nicht da. Und ich, wohin soll ich gehen? Also wirklich, für ihn brach irgendwie alles zusammen. Die ganze Welt. Und so war das bei Maria Magdalene. Sie war so mit dem Herrn verbunden. Und an diesem Auferstehungsmorgen, sie war so am Boden, weil sie nichts mehr von der Beziehung zum Herrn spürte. Und dann sehen wir, dass aber ein Ziegenbock geschlachtet wurde. Das schöne Kleid von Josef wurde mit Blut verschmiert, dem Vater geschickt. Und er selber macht den Schluss, mein Sohn ist von einem bösen Tier gefressen worden. Also dieser Jakob, was der da für ein Trauma erlebte und seine Geschichte durchgeht, das ist eine Geschichte von Traumatas. Und irgendwie ist er doch nicht verrückt geworden. Das ist schon eindrücklich, was Menschen aushalten können. Aber das hat ihn innerlich so zerbrochen. Aber er wusste damals nicht, wie das mal rauskommen würde. Dass er dann seinen Sohn in Ägypten erleben wird, als die Nummer 2 von Ägypten. Als Retter der Familie, als Retter von Ägyptenland. Jetzt war einfach alles für ihn am Boden. Aber die Parallele ist, was war das für Gott, den Vater, als der Herr Jesus am Kreuz war und so für unsere Sünden litt. Und er musste ihn für uns geben, weil es keinen anderen Weg zur Rettung gab. Also ich sage, der Schmerz des Vaters hier erinnert uns an den Schmerz des Vaters, als der Jesus am Kreuz war. Kann man auch sagen, dass es der Schmerz ist, als der Herr am Kreuz gestorben ist. Also kurz bevor es dunkel kam, sagte der Herr ja, mein Gott, warum hast du verlassen? Hört man gar nicht die Dunkelstunde, die Sünde kommt vom Herrn. Und Gott muss Sünde loslassen. Das heißt, er muss seinen Sohn loslassen. In dem Punkt. Kann man ja sagen, eigentlich ist das parallel dazu, oder? Er musste genau den Sohn loslassen. Das ist dieser Schmerz, als der Vater den Sohn so alleine leiden lassen musste. Genau. Unfasslich. Wenn wir dann noch an Josef denken, er hat ja seinen Vater auch mit einem Ziegenbock belogen. Ja. Und hier wird er belogen mit einem Ziegenbock. Nicht wahr? So eindrücklich, nicht wahr? Und dann heißt es in Vers 35, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen. Ein Schmerz kann so groß sein, dass man Trost irgendwie wie gar nicht mehr will. In dem Moment, ja? Aber dass der Trost der Söhne wirklich eine Katastrophe war, ist ja klar. Die wussten, dass das alles ein Betrug war. Und die sollen den Vater trösten. Das ist unglaublich. Was war da gewissensmäßig in ihrem Herzen geschehen? Das waren wirklich üble Kerle. Aber das macht das alles so eindrücklich, wenn wir sehen, wie spät in der Geschichte, wie diese üblen Kerle eine solche Wendung erleben und am Schluss innerlich zusammenbrechen.
und wirklich zur Umkehr kommen. Das ist möglich. Das kann Gott in harten Herzen bewirken. Aber es wird ja manchmal vorgeworfen, warum hat Josef sich zuerst in Ägypten so als harter Herr erwiesen und hat sich diesen Brüdern überhaupt nicht geöffnet? Das ging ja lange und die haben gelitten und er war hart. Warum? Das war ganz wichtig. Wenn er zu früh gesagt hätte, ich bin Josef, euer Bruder, ist alles okay. Ja, aber bei denen war es nicht okay. Überhaupt nicht. Und durch diese Leiden, die sie da in Ägypten erlebten, da veränderte sich etwas. Und Josef konnte ganz genau beobachten, jetzt bei Benjamin würden sie nicht nochmals dasselbe ihrem Vater antun, wie sie das bei mir angetan haben. Da ist etwas geschehen. Und so brauchte es ein Werk in ihren Herzen. Und erst als die Sache reif war, konnte Josef sagen, er schickt die alle raus. Und dann sagt er, der immer mit Übersetzer gesprochen hat, ja, er hat Ägyptisch gesprochen und hat natürlich alles verstanden, was seine Brüder untereinander auf Hebräisch gesagt haben. Das hat uns alles betroffen, weil wir damals diese Seelenangst von Josef gesehen haben und wir sind darüber hinweggegangen. Und er hat das alles mitbekommen und er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Und dann sagt er, Ani Yosef Achichem. Der ägyptische harte Mann spricht Hebräisch ohne Akzent. Und die brechen zusammen. Aber eben das zeigt, wenn er zu früh entgegengekommen wäre, dann wäre das Werk eben nicht zur Vollendung gekommen. Es war genau der richtige Moment. Ja, wollen wir hier für heute aufhören und fahren dann ab Vers 36 nächstes Mal weiter. Und ich bringe dann wieder ein Blatt mit der Zusammenfassung der Parallelen.